Ist doch das Symbol dann, ne? Wollt ihr denn hin? Ihr seid vom Kaiserreich, was soll das? Ich bin ein Sturmsoldat, ich hätte euch eigentlich umbringen sollen. Hm, egal. Ich gehe zum Drachenschrein. Ich habe da außerdem noch zwei NPCs gesehen. Ob das überhaupt ein Drachenschrein ist? Ob jetzt ein Drache kommt? Was geht mich das nichts an, hä? Hm? Was? Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Schert euch davon! Pass mal auf, du. Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Geht weiter. Bisschen Lager von euch, hä? Wenn das so ist. Mit den besten Grüßen an Ulfric. So. Komm. Tu nicht so stark. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Und Goldir. Wir sind ein Trio, Duo. Unvergleichlich gegenüber den anderen. Für Helms Klamm. Ach nee, falscher Film. So, du kaiserlicher Soldat. Ach, daneben, verdammt. So, Quartiermeister. Hallo? Ach nee, das bist du, Goldir. Ha. So, das war's dann auch mit ihm. Also, schon tot. So gesehen, ist ja unsterblich. Dass die aber auch nichts Ordentliches haben, das ist mies. Kaiserliches Schwert, kaiserliches Schwert, Dolch, Nordmet, Stahldolch, Stahlpfeil. Gold. Stahlpfeil. Gold. Ach ja, Stahlpfeil, Stahldolch, Tomate, alles Müll. Nix dabei haben sie. Oh. Ha, da kann man noch mitnehmen. Du? Gut. Wo ist mein Pferd hin? Da. Ein Mann für ein Land für ein Pferd. Schenkt mir ein Pferd. Kommen Gegner auf uns zu, glaube ich. Ach, egal. Den hängen wir jetzt ab. Warum lädst du? Okay, also merken, das Drachensymbol ist für diese Fraktion. Vielleicht ist das auch einfach das Symbol des Kaiserreichs. Hm. Kann natürlich auch sein. Oh, abgebrannte Dörfer. Was ist denn hier geschehen? Hasen! Die Killerhasen waren's. Sind wir hier überhaupt noch richtig? Jupp. Perfekt. Ah, da ist ein Dorf. Wahrscheinlich kaputtes, aber es ist ein Dorf. Wow. Hier sieht es aus, als würde hier Hexerei betrieben werden. Also es ist halt ein Sumpf, ganz normal, aber sieht trotzdem nach Hexerei aus. So, und so ein Hexerquartier. Hey, Leute, 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 ganz ruhig. Hab ich zuvor nie gesehen. Totenbeschwörer? Ja, ihr, du kommst sofort weg. Mein Pferd ist Imber. Habe ich das schon mal gesagt? Das hat gerade zwei Banditen gleichzeitig gekillt. Gut, gut. Super, ist ein Totenbeschwörer, hat aber nur Scheiße bei. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Gefangen habe ich dich. Da oben ist Nierenwurz. Wollen die mich verarschen? Wie soll man denn da rankommen? Hm. Ah. Das sieht nach
Katakomben aus. Und der Bandit ist tot, also sind hier Untote drin. Ach, schnell speichern, for the win. Und rein in Ustingraf. Wir sind fast wieder, also haben fast wieder ein Level up. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich lass mich doch von sowas nicht behelligen. Noch mehr Tote. Ah, welch monströses Untier kann dies nur gewesen sein? Ich sehe Fußabdrücke, Fußspuren, Spuren. Eine riesige Halle erstreckt sich vor mir. Die Wände feucht und moosig. Da hinten, ich sehe eine Gestalt. Sie kämpfen gegeneinander. Es geht ihnen ab. Ein Drauge. Jut. Wer davon ist ein Gegner? So, beide. Verstehe. Seid beides Totenbeschwörer. Macht man nicht. Toten beschwört man nicht. Ist böse. Verstehst du? Böse. Aua. Banditen, Straßenräuber. Apfelkuchen. Habe ich mal mitgenommen. Findet man so selten. Eisentanto schon wieder. Sieht so aus wie ein kleines Katana irgendwie. Eisenpfeil, Gold. Gold. Auch Gold? Nein, gar nichts. Aha. Was hast du für mich? 12 Gold. Heilung. Ursprüngliche Dwemer-Gesetze. Was soll ich damit? Hm. Die Stadt der Steine. Welche Stadt besteht nicht aus Stein? Ja, ja. Ah, immer diese elterliche Macht. So. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einen Eissturm. Gut. Dass ich das höre, was ich nicht sehe. Super. Oh. Ein Ascherhaufen. Hier war eine beschworene Kreatur. Okay, hier ist jemand zum Ascherhaufen geworden anscheinend. Hier ist überall Krieg. Moment, das ist... Die sind ja auf... Von wegen auf unserer Seite. Hatte der Knochen mehr? Yo. Ruheloser Drauger. Gut. Wenn das so ist. Das war schon. Hm. Boah. Hier. Wie ich einfach alle Pfeile aufhebe. Ohne Gnade. Tundra-Baumwolle. Nix. Knochenmehl ist sehr schön. Mana-Trank auch. Sehr zu empfehlen. Boah, sind das alles gesund. Med, Med. Gesundheit, Gesundheit. Na super. Zwei Gesundheit. Naja, besser als gar kein. Ach du Scheiße. Das ist jetzt hier ein wenig labyrinthisch gebaut. Karte sei mein Gefährte. Was soll das? Da konnten wir nicht lang. Also, wir gehen jetzt erstmal nach links. Hier sind überall Uhren. Was ist das? Muss man auf alles gespannt sein. Noch mehr Heiltränke. Ich glaube, hier erwartet uns am Ende ein Boss oder irgendwie sowas. Na, es geht jetzt ab. Hm. Oh.
Gruselig. Oh, in der Truhe. Ist hier eine Falle? Sieht nicht danach aus. Jut. Dann können wir hier auch wieder verschwinden. Und dann gehen wir weiter links entlang und... Nur beschädigte Bücher, können wir nichts mit anfangen. Alter. Was ist das hier für ein Ort? Nee. Ja. Oh, Kaniswurzel. Kauruseier. Hier ist auch nix. Auch nix. Habt ihr was für mich? Ihr. 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 Oh. Silberring. Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 2. Oh. Hat mich erschrocken. Boah. Wertvoll. Und nochmal Gesundheit. Wie viel Gesundheit kriegen wir denn hier? Urne. Nochmal Heilung. Finde ich super, dass wir so viel finden. Ich habe zwar selber was. Boah, noch einer. Ich glaube, das wird hier echt nötig sein später. Oh, 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 oh. Ich ahne Furchtbares. Johnny, ich habe Angst. Habe ich dich schon durchsucht? Ja. Ist da was drin? Nein. Können wir hier weiter? Ja. Ja. Okay. Das wäre cool, wenn die Skelette hier auferstehen würden. Plötzlich so. So durch eins. Nein, durch Zauberhand setzen sich die Knochenstücke zusammen und greifen dich an. Spinnennetze! Ich will keine Spinnen. Hier. Weg. Hier geht's nach unten. Hier bleibt's auf eine Etage. Die Karte sagt uns, wenn wir nach unten gehen, kommen wir hier unten wieder entlang. Wird eh wahrscheinlich eine Verarsche sein, da wir dann halt hier unten entlang gehen würden. Ha. Da hinten. Du! Komm nur her! Au. So. Du auch noch? Kommt noch mehr? Scheint nicht so. Gold. Gold ist das holde Zeug, was man so gerne sieht, um Sachen zu kaufen, ne? ha! Geld regiert die Welt. Sind wir hier noch richtig? Ja. Sieht danach aus. Können Glaskrüge zerschmettern? Nein, natürlich nicht. Magika-Rohrgranat. Was für eine Granate? Kleinen Heiltrank, Illusion. Das Buch brauchen wir alles nicht. Hier geht es rüber. Wenn es hier wieder runter geht, dann... Ah ja, dann... Gehen wir nochmal zurück und gehen den anderen Weg. Der nämlich nach unten führt. Vielleicht gibt es nämlich dort noch was Spezielles. Hä? Habe ich recht? Hier ist ein Geheimgang, würde ich jetzt mal behaupten. Sieht aus, als würde man das hier runterziehen können irgendwie. Hier kommt man bestimmt am Ende wieder raus. Ist mir egal, ich nehme trotzdem das Geld mit.
Denn, was, wie ich schon gesagt habe, Geld regiert die Welt. Nicht Geld regiert die Welt. Das geht ja gar nicht. Ist ja gar kein Deutsch. Da unten ist ein Schwert. Alter.